Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Ich wünsche, hier ist die Iris Riedel von Unique by Iris. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag und ich sehe etwas bleich aus. Wir zaubern heute etwas Frische ins Gesicht und ich zeige euch den neuen Highlighter. So, aber erstmal machen wir ein Band in die Haare. So. Na. Aus wie der Mac Depp, egal. So, wir nehmen Primer. Nicht viel, aber der gibt ja Feuchtigkeit, schadet sowieso nichts. Bereitet die Haut vor auf die Foundation. So. Schön überall hinschmiere. Ich hoffe, euer Wochenende war gut. Wochenende bin ich immer nicht so auf den sozialen Medien unterwegs, wenn ich da die Zeit mit meiner Familie verbringe. So, mir lasse das etwas einwirken und biege so lang die Wimpern. Ja, die schöne Bandels. Ah, ich habe vergessen, mein Licht hinzumachen. So. Ich gucke auf die Uhr. Genau. Bis 10 nach. So. So lang werden wir jetzt unsere Wimpern biegen, damit die einen schönen Schwung haben und länger wirken. Übrigens, meiner Cousine, die 4D-Mascara geschenkt, die ist total begeistert. Die schickt mir dauernd Selfies von dem Unterschied. So, wir werden die heute auch nehmen. Erstmal lassen wir den Primer einwirken und machen die Foundation. So, als Lidschatten nehmen wir Slick, heißt der, und Agil. Und den nehmen wir vorher als Grundierung. Aber als Highlighter nehmen wir den neuen Highlighter. Schau, der ist gekommen. Golden. Eigentlich habe ich später gelesen, hätte ich einen heller nehmen sollen, aber wir gucken jetzt mal, wie der aussieht. Sehr schön glitzerig mit einem Highlighter-Pinsel, der neue Fanbrush, Angled Fanbrush heißt der. So, und ich glaube, hier ist noch die Folie drauf am Spiegel, aber das macht nichts. So. Lidschatten habe ich euch gezeigt. Jetzt tun wir das 20, 30 Sekunden schütteln, damit sich die Foundation schön, also damit sich Serum schön mit dem Foundation verbindet, mit der Foundation und euch überall pflegen kann. So. Jetzt habe ich nicht mitzählt. Jetzt hoffe ich mal ungefähr, dass es 30 Sekunden sind. Ja. Farbe heißt Tulle. Meine Winterfarbe. Mache eins. Ups. So. Jetzt hoffe ich nicht, dass es zu viel ist, aber dieses mache ich jetzt überall so. Ins Gesicht, auch an der, am Kinn, Richtung Hals. So. So, das wird jetzt schön verblendet. Ich arbeite am liebsten mit dem Pinsel. Ich finde, es geht irgendwie am besten. Schön die Übergänge gestalte. So. Sieht doch schon ganz frisch aus. So. Jetzt manchmal im Spiegel gucke, da sehe ich es besser. So. Nehme den Concealer.
ein kleines. Aha, und hier sehe ich noch nicht richtig. Geblendet. So. So, hier an der Auge machen wir nur drei so kleine Punkte und tun die mit so einem kleineren Puder und Concealer-Pinsel verblenden. So, sieht schon viel heller aus. Hier auch. In ein Dreieck verblenden. So, Rouge. Ja. Mein gutes Sisterli, das langsam leer wird. Das so hoch zieht, hat es einen liftenden Effekt. So. Rouge macht schon sehr viel aus, finde ich, um Frische ins Gesicht zu kreieren. Immer doch gleich frischer aus mit rosane Wangen. So, jetzt machen wir das Augen-Make-up und dann nehmen wir Augenprimer. Reicht für beide Augenlider bis hoch an die Augenbraue. So. So. Nehmen wir jetzt dieses Assistant, ein ganzes Augenlid. Bewegliche. Hier noch. So, verblenden. Noch ein ganz bewegliches Lid. Ein Fusel. So, und ich sag's bei jedem Video, wenn ihr nebenher Geld verdienen wollt, mit ziemlich viel Spaß und ziemlich viel tolle Frauen, meldet euch bei mir. Also wirklich, dein Einsatz sind 38 Euro. Also praktisch fast nichts. So, nehme so einen Pinsel für dieses Agil. Vorsichtig, sehr dunkel. Mache hier. So, das verblenden wir jetzt. Na, wo ist denn mein? Hier hinterm Spiegel sind auch noch Pinsel. So, diesen können wir als Blending Brush nehmen. Mal hier hin. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Hintern habe. Katze rase als hier rum. Hier ist er. Dieses Assistant machen wir dann auch. Wir verblende jetzt das Dunkle mit dem Assistant. So.
Mache das hier genauso. Andere Seite. Was ist denn das heute? Heute nicht so ganz mein Tag hier. So. Auch ungefähr so. Immer schön darauf achten, dass das alles nach oben geht. Augenwinkel. So. Brauche ich da ein bisschen hinein. So. Verblenden. Normalerweise hätte ich jetzt dieses Assistant bis zu der Augenbraue gemacht, aber ich will den neuen Highlighter ausprobieren. Ich glaube, den könnte man vielleicht auch als Lidschatten benutzen. So. Ich gucke immer wieder, ob es ungefähr gleich aussieht auf beide Augen. Ich glaube, hier, wo ich gerade bin, ist mehr. So. Und diese hier hinlege, dass ich den genau sehe. So kann man das auch Stück für Stück. Und wenn er was falsch macht oder so, kann man das immer noch retten. Also nichts ganz abschminken und neu anfangen, sondern man kann da ganz viel retten. So. So, und jetzt nehmen wir mal das Lick und machen das in die Mitte. Machen wir noch einen ganz sauberen Pinsel. Genau. Das Lick ist dieses Glitzernde. Also rosa passt echt zu viele Augenfarben. So, das machen wir jetzt hier in der Mitte. Das könnt ihr jetzt ja auch drüber, so weit wie ihr das haben wollt. So. So, noch etwas Verblendungsarbeit. So. Verblende das schön. So. So, jetzt machen wir Lidstrich, weißer und brauner. Weißer Kajal. Das Agil ist ein bisschen dunkel, oder? Dann jetzt auch dieses Agil. Als Lidstrich machen. Ein bisschen den Pinsel nass machen. So, braucht ihr kein extra Kajal, nur ein dünner Pinsel. So.
tusche jetzt unsere Wimpern mit der 4D. Langsam öffnen. Zickzack und rollen. Vorsichtig unter, die Bürste ist groß. So, mache ich auch. Einfach rollen, am besten einmal rum. So, jetzt lassen wir diese Schicht Mascara trocknen und machen die Augenbraue. Oder machen wir jetzt erstmal den Highlighter. Falls die Augenbraue dann beglitzert werde, kann man sie also irgendwie. Ich habe den Dreh noch nicht raus, um das zu öffnen. So, nehme diesen Pinsel. Hier direkt auf die Wange knochen. Ja, aber wirkt toll. So, das wird jetzt mit dem Puder, also wir machen jetzt die genau hier oben auch, aber das mache ich mit einem kleineren Pinsel. Mal jetzt bis unter die Braue. Jetzt klingelt es bei uns. Ich hoffe, es ist mein Mann Homeoffice. Weil ich bin ja live jetzt. So. Schön bis an der Rand, meines. So, und jetzt tue ich den Highlighter und das alles mit einem sauberen Puderpinsel verblenden. Mit Rouge Highlighter. Ja, jetzt wird die Tür geöffnet. So. So, und jetzt kommen die Augenbrauen. Jetzt mache ich mal den Lidschatten weg. Nämlich im Weg. Die Augenbrauenbürste war gerade auch noch hier. Ja. So, diesen Puder. Fülle ich einfach diese Lücke hier auf. Dann kann man sehr gut fein arbeiten. So. Da wo noch Lücken sind, zack, auffülle und das verblenden wir jetzt einfach. So. Da ist ein bisschen zickzack. So. Hier machen wir das gleiche. Geht super gut, ist natürlich auch wisch- und wasserfest.
Irgendwie fühle ich mich gleich gut, wenn ich geschminkt bin. Besser. So. Also, ich kann euch ein bisschen was verraten. Wenn ihr nebenher einen Job sucht, bei uns kommt was ganz Großes. Und du könntest dann von Anfang an dabei sein. So. Wie überall kann ich noch mit dem Kabuki so ausbessern. So, wir nehmen den Wimpernkamm. Kämmen die Wimpern durch. Müsst ihr keine Angst haben, da gehen die Fasern nicht weg. So. Zickzack. Rollen. So, machen wir jetzt hier auch. Ja, tolle. Aber keine Angst, die ist nicht wasserfest. Kann die ganz leicht. Wieder wegkriegen. So, hätte sie doch etwas abstreifen sollen. Die Schnoi. Dann ist noch an. So. So, liebe Stift. Nehmen wir heute einen schönen hellrosanen. Ich glaube, Easy Street. So, dann fahre ich hier einfach nochmal hin. So. Rosa. Schauen wir mal Easy Street, wie der aussieht. Passt gut, nicht zu hell. So, wir tun noch einmal unsere Wimpern auskämmen. Pinselhaare. Noch nicht so ganz getrocknet. Hier und mach, wo schwarze Punkte sind, einfach mit dem Pinsel nochmal diesen Slick drauf. So. So, jetzt noch einmal auskämmen und die letzte Schicht. Zwar kleiner Trick.
Nehme nur die Spitze und drehe hoch und mache das Auge zu. So. Hier vorsichtig bei der inneren Wimpern. Ja, der Highlighter könnte etwas heller sein, aber sind mir eigentlich auch so gut. So, nachher Setting Spray und dann sind wir schon fertig. Frischer sehe aus wie am Anfang. Augen zu. So, meine Lieben, mal gucken, dass ich auch nicht so erschreckend aussehe. Hier war wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag und wir sehen uns morgen um die gleiche Zeit. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Bis dann. Tschüss.